meine Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zu diesem Video. Es ist ein bisschen laut hier draußen. Aber ich wollte euch das nicht vorenthalten, wie schön es hier ist. Ne? Es ist der 20. Dezember. Das ist meine Adventüberraschung oder auch schon Vorweihnachtsüberraschung für euch. Ja, was wollte ich euch erzählen? Ich wollte euch einfach diesen wunderbaren Ausblick hier vom Hotelzimmer geben, schenken, mit euch teilen. Denn wenn man etwas teilen kann, ist es viel mehr wert, als wenn man es für sich alleine hat. Wir gehen jetzt rein, damit ihr noch ein bisschen was hört von mir. Und zuerst möchte ich euch ein bisschen diesen Eindruck bieten und dann gehen wir rein, würde ich sagen. Ich gebe euch ein bisschen einen Ausblick, wie es hier aussieht. Wunderschön, ne? Seht mal, hier könnte man eigentlich vom Balkon zu Balkon, das ist natürlich strengstens verboten. Gucken wir mal hier runter, die Straße, oh mein Gott. Seht mal. Ist es nicht schön hier, das Meer? Wer die Videos verfolgt, weiß, dass ich immer wieder mal hier am Meer bin. Und nun kommen wir aber auch schon zum theoretischen Teil oder auch praktischen Teil hier. Ich habe mich schon länger nicht gemeldet, weil es eben nicht möglich war. Aber very busy, ne? Vor Weihnachten, euch geht es wahrscheinlich ähnlich. Aber jetzt ist wieder mal Zeit für ein Video und ich habe mir gedacht, ich erfreue euch mit dieser kleinen Überraschung, diesem wunderbaren Ausblick. Eine Roomtour mache ich jetzt nicht, oder doch? Hier wird schon mit Böllern geschossen. Also in Italien, wo ich mich gerade befinde, sind die Leute etwas lockerer drauf und krachen hier schon rum. In Deutschland, Österreich, der Schweiz ist man eher so ein bisschen verhaltener, würde ich mal meinen. Ja, was kannst du tun, damit dich Weihnachten nicht erdrückt? Einfach dein Weihnachten für dich gestalten, dich nicht aufsaugen lassen von diesem Konsum oder auch Friedlichkeitsfeierzwang. Das soll kein Zwang sein, sondern das sollst du in deinen Grenzen bestimmen, wie viel Nähe und Distanz du zu deinen Verwandten, deiner Familie möchtest. Dieser familiäre Kuschel-Harmoniezwang ist nicht gut. Deswegen ist gerade Weihnachten eine Chance, um dir dein Weihnachten so zu gestalten, wie du es möchtest und nicht in diesen typischen Weihnachtsstress hinein zu verfallen. Ich werde mal gucken, ob ich es gebacken kriege, dass die Kommentare freigeschaltet sind und dann kannst du in die Kommentare schreiben, wie du dir dein Weihnachten vorstellst. Ich mache jetzt aber doch noch eine Simulation, sonst wäre es ja nicht ich. Ich hole mir nur einen Stuhl von draußen. Ich muss ein bisschen Geduld haben mit mir. Nee, also diese sperrigen Eisenstühle, das wird jetzt nichts. Ich gucke mal, ob es hier noch einen anderen Stuhl gibt. Nee, aber es gibt eine Möglichkeit und zwar werde ich einfach die Kamera anders drehen und dann kann ich auf einer Bank sitzen. Hier ist die Bank, ne? So. Und dann müsste es klappen. Also wenn ich hier sitze, bin ich in der Therapeutinnenrolle, wenn ich hier sitze, bin ich in der Klientinnenrolle. Und wir gehen gleich mal in die Situation einer Psychotherapie. Und zwar ist die Klientin unsicher, was sie tun soll. Sie möchte der Therapeutin etwas anvertrauen, hat aber eine Hemmschwelle und wird sich aber outen. Los geht's. Ich bin zuerst die Therapeutin. Ja, Sie haben gesagt, dass Sie ein Geheimnis von mir hatten. Jetzt würde mich natürlich sehr interessieren, denn Sie wissen ja, in einer Psychotherapie, Geheimnisse sind manchmal was Gutes, was Schönes, aber in einer Psychotherapie haben Sie eigentlich recht wenig verloren. Und es geht ja darum, dass Sie sich mir öffnen und dass Sie mir einfach meinen Wein einschenken. Denn es geht ja sehr viel auch darum, einfach wieder hier wie im Trockentraining Vertrauen zu lernen, zu trainieren, zu üben. Ich bin jetzt in der Rolle der Klientin. Ja, aber es fällt mir halt unglaublich schwer. Ich habe auf YouTube so einen Kanal entdeckt, der heißt Psychotherapie, wie geht das? Oder wie geht das? Psychotherapie oder so irgendwie. Das macht so eine österreichische, ich glaube sie ist Psychologin oder Psychotherapeutin, kennen Sie die? Wie heißt sie denn? Also ich kenne natürlich nicht alle Psychotherapeutinnen, aber vielleicht kenne ich sie. Sagen Sie mal den Namen.
Weiß ich jetzt ehrlich gesagt selber nicht, aber es ist halt so, dass die einem immer Mut macht in ihren Videos, dass man halt in seiner Therapie. Darf ich kurz mal zumachen? Es ist voll laut. Bitte, machen Sie noch zu, Sie können sich hier frei bewegen, Sie sind hier nicht festgenagelt. Kat, meine Lieben, das ist auch eine Frage, die ich an euch habe. Wie ist das in Gruppentherapien? Sage ich den Teilnehmerinnen und Teilnehmern immer, dass sie die Situation gestalten können, auch zum Waschbecken gehen, Wasser trinken können. Da sage ich manchmal so humorvoll, das ist die Bar. Und dass man eben dieses konzentrierte Sitzen manchmal ein bisschen auflockern kann, indem man einfach mal aufsteht, vielleicht eine Entspannungsübung gemeinsam in der Gruppe macht oder auch in der Einzelpsychotherapie mal sich ein bisschen die Beine vertreten kann. Ich habe euch in einem anderen Video ja schon gesagt, dass das manchmal auch die Denkprozesse fördert, wenn man sich ein bisschen körperlich bewegen kann oder auch den Standpunkt ändern, indem man einfach die Position wechselt. Wie ist es bei euch? Erlauben euch eure Psychotherapeutinnen, dass sie in der Einzelsitzung, dass ihr einfach aufsteht und durch den Raum läuft? Oder war das nie Thema gewesen? Oder würdet ihr selbst das gar nicht wollen? Es gab ja in der griechischen Antike eine Philosophenschule, die Peripatetika. Das kommt von dem Wort für Säulenhalle, dieser Begriff. Und die lief eben immer auf und ab, um das Denken, die Gedanken in Fluss zu bringen. Und manchmal ist es besser, einfach in den Flow zu kommen. Das war nur eine Zwischenfrage, jetzt bin ich wieder in der Rolle der Klientin und schließe die Tür. Ich gehe wieder in die Rolle der Klientin. Danke, dass ich das durfte. Also Sie sind echt die lockerste Therapeutin, die ich so kenne. Also gerade mal die auf YouTube, die fand ich auch recht irgendwie unkonventionell und locker. Ich wieder in die Rolle der Therapeutin. Kann es sein, dass Sie jetzt ein bisschen ausschweifen, weil es jetzt als Eingemachte geht? Ich will Sie jetzt da echt ungern unterbrechen, aber mich würde jetzt wirklich brennend interessieren, was Ihr Anliegen ist, was Sie mir eigentlich sagen möchten, ohne Sie da jetzt zu bedrängen. Aber Sie wissen, eine Stunde ist schnell vorbei und ich hätte noch gern Raum für dieses Mysterium, dieses Geheimnis, von dem Sie gesprochen haben. Also diese YouTube-Psychotherapeutin hat sie irgendwie inspiriert, sich mir zu öffnen, weil die in den Videos immer kundtut, dass es wenig Sinn macht, in Therapie zu gehen, ne? Wenn man sich nicht öffnet seinem Therapeuten. Kann das sein? Naja, wenn ich ein Geheimnis von Ihnen habe, dann wissen Sie ja gar nicht, was Sache ist bei mir. Und dann macht das irgendwie keinen Sinn oder so, denke ich. Also mein Geheimnis bezieht sich auf, naja, ich weiß jetzt nicht, wie ich es sagen soll. Was mich jetzt hemmt, naja, das Gefühl, Sie zu enttäuschen, hemmt mich jetzt total. Weil ich komme ja doch schon 1,5 Jahre zu Ihnen und ich mag das so, wenn Sie mich irgendwie so freudig ansehen, wenn Sie mich so ansehen, das würde ich Ihnen eine Freude machen, damit, dass ich einfach hier bin, hierher gekommen bin und dass es halt bei mir so gut vorangeht. Sie haben ja immer wieder mal gesagt, dass ich eine der Klientinnen für Sie bin, wo Sie das Gefühl haben, es geht was voran, ne? Mhm, ja. Was wollen Sie mir jetzt sagen? Sie wollen ja etwas vorbereiten. Was ist es denn? Vertrauen Sie mir. Springen Sie über den Schatten. Überwinden Sie den inneren Schweinehund. Sagen Sie mir einfach, was los ist. Kat, die Therapeutin ist jetzt schon etwas unruhig, nervös, weiß nicht, ob was auf sie zukommt, befürchtet alles Mögliche. Jetzt ist wirklich an der Klientin, endlich mal zu sagen, was Sache ist und nicht um einen heißen Brei rumzureden. Ich steige jetzt wieder in die Rolle der Klientin ein. Vielleicht kannst du dir daraus auch eine Anleihe nehmen, wie du deiner Therapeutin tatsächlich dein Vertrauen zu 100%, nicht zu 50 oder 70 oder 99% schenken kannst, denn nur dann ist es wirklich möglich, dass das Ganze eine therapeutische Beziehung, eine Psychotherapie auch als Heilprozess wird. Ansonsten ist es einfach ein nettes Miteinander reden, vielleicht talken, philosophieren, reflektieren, aber kein Heilverfahren. Das ist es erst, wenn du dich wirklich öffnest, und wirklich öffnen heißt 100% Vertrauen. Kann ich dir leider nicht ersparen, ist ganz schwierig, gebe ich zu. Ja, ist leicht gesagt, vertrauen Sie mir 100%. Aber es ist möglich. Jetzt bin ich wieder die Klientin. Also, das hat nicht ganz gestimmt, was ich Ihnen damals gesagt habe. Und ich habe nicht aufgehört mit diesen Symptomen. Sie sind noch da und ich habe es halt vor Ihnen
geheim gehalten, weil ich hatte ja so 2 Tage, da war nichts gewesen und da hatten sie sich so gefreut, so wie ein kleines Mädchen waren sie mir davor gekommen. Und ich will sie einfach nicht enttäuschen und das tut mir gerade so weh, weil ich jetzt Angst habe, dass sie mich rausschmeißen oder die Therapie mit mir beenden oder wenn sie sie weiterführen, noch schlimmer, nicht mehr an mich glauben und das würde mich umbringen und ich hasse mich selbst dafür, dass ich so versagt habe. Cut, meine Lieben, bevor ich dir noch abschließend in diesem Video eine mögliche Reaktion einer Therapeutin in so einer Situation der Konfrontation durch die Klientin, die etwas lange Zeit verheimlicht, verschwiegen hat, sie sogar belogen, betrogen hat, ja, weil sie ihr etwas suggeriert hatte, ihrer Therapeutin, das gar nicht Sache gewesen war, nämlich Besserung, Heilung, Symptomfreiheit. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich mal allgemein sagen, dass es echt keinen Sinn macht, die Therapeuten zu schonen. Jemand hatte auch neulich in die Kommentare geschrieben, dass dieser Anti-Suizid-Vertrag sich nicht nur auf den Klienten beziehen würde, sondern dass sie, die Klientin, sogar Sorge hätte, dass die Therapeutin, wenn sie ihr die Wahrheit über sich sagen würde, suizidgefährdet wäre, weil die Therapeutin ihrerseits so furchtbar enttäuscht wäre. Soll heißen, dass die Klientin sich echt Sorgen um die Reaktion der Therapeutin, ihrer Therapeutin gemacht hatte und quasi von der das Versprechen hätte einholen wollen, dass sie, die Therapeutin, nicht komplett zusammenbricht, nervlich, wenn sie denn die Wahrheit erfahren würde. Also das ist natürlich komplett weird. Denn Therapeuten sind ja ausgebildet, sie sind ja auf den Ernstfall vorbereitet, sie sind ja dazu da, dass du ihnen die grässlichsten Dinge sagst, aber nicht um sie zu testen, zu provozieren oder zu schockieren, sondern damit du es mal ausgesprochen hast und dir selber eigentlich erzählst, was Sache ist und das Ganze dann außerhalb von dir durchs Aussprechen greifbarer wird und auch veränderbarer. Das ist natürlich alles ein Entwicklungsprozess und geht nicht einfach so, das pflege ich immer an der Stelle zu sagen. Und die Therapeutin wird ja im Prinzip nur hinters Licht geführt, verarscht und die ganze Psychotherapie wird ad absurdum geführt. Oft ist es auch so, dass eben eine posttraumatische Verbitterungsstörung, die ich neulich in einem Video erklärt und zum Thema gemacht hatte, vorliegt, soll heißen, dass die Person tatsächlich innerlich schon aufgehört hat, daran zu glauben, dass sie irgendwas und irgendjemand in diesem Leben noch Hilfestellung geben könnte, dass sie eigentlich nur pseudomäßig in die Therapie geht und die Therapeutin gar nicht, und jetzt kommt's, ernst nimmt. Deswegen nimm bitte, bitte im neuen Jahr und auch schon morgen deine Therapeutin ernst. Samstags hat man meistens keine Therapie. Ich mache sehr wohl auch samstags Psychotherapien, also wer weiß. Nimm sie ernst, sag ihr die Wahrheit, sprich drüber, wie schwer es dir fällt. Sag das ruhig, steh zu dir selbst und deinen Gefühlen, verleugne dich nicht, aber mach kein Theater draus, pranke sie nicht, indem du ihr etwas erzählst, was gar nicht stimmt, einfach um sie zu schonen. In Wirklichkeit schonst du sie nicht, sondern du verarschst sie. Und das wirst du doch auch nicht. In diesem Sinne werde ich jetzt noch abschließend in die Rolle der Therapeutin gehen, damit du so einen Taste bekommst, so einen Vorgeschmack, wie sie reagieren könnte. Zunächst ist er erstmal sprachlos, ist einfach so. Und wenn jetzt einige in die Kommentare schreiben oder sich denken, eine Therapeutin sprachlos, eine Therapeutin betroffen, das darf doch nicht sein, die hat es doch gelernt. Blödsinn, Therapeuten dürfen und sollen auch ihre menschlichen Gefühle zeigen, rückmelden, der Person, die das ausgelöst hat, spiegeln. Und genau das geschieht jetzt. Ja, also ich habe so das Gefühl, wissen Sie, was das bei mir auslöst? Es löst keine Wut aus und ich denke auch überhaupt nicht dran, die Therapie zu beenden, so wie Sie gesagt haben, dass Sie das befürchten würden. Nein, nein, überhaupt nicht. Aber es löst bei mir schon etwas aus. Ich habe nämlich das Gefühl, dass Sie so eine Dominanzgebärde, entschuldigen Sie das Wort, aber mir fällt jetzt überhaupt kein anderes Wort ein, so eine Dominanzgebärde als Exempel statuieren, möchte ich fast sagen. Dominanzgebärde heißt, lassen Sie mich es erklären. Ist es okay, wenn ich es erkläre? Okay, ich hatte ja als Therapeutin hier diesen Wissensvorsprung. Ich weiß, wie die Therapie abläuft. Ich bin sozusagen der Guide, der Bergführer, der sie in der Hand nimmt. Und sie laufen damit, wo ich sage, hier geht's lang. Ne? Und jetzt haben aber sie den Spieß umgedreht und dadurch, dass sie mich hinters Licht geführt haben und getäuscht haben und mir Stories erzählt haben, die gar nicht mit der Wirklichkeit, mit ihrer Wirklichkeit übereinstimmen, haben sie mich eigentlich auf den Holzweg geführt. Da waren sie plötzlich mein Guide, zwar mein Guide in eine Gegend, die es gar nicht gibt, in eine virtuelle Wirklichkeit, aber sie haben sozusagen mich dazu verführt, mich manipuliert, dass ich ihnen gefolgt bin, dahin, wo sie mir
gezeigt haben, dass sie wären, aber sie waren da ja gar nicht in ihrer Entwicklung. Ne? Sie sind ja nicht symptomfrei gewesen, haben mir das aber so suggeriert, einerseits sicher auch so mitleidvoll, damit ich mich nicht aufrege, damit ich so quasi, wie wenn sie meine Mutter wären. Können Sie damit was anfangen? Andererseits war es ja doch ein Aggressionszeichen, weil Sie mich ja in meiner Rolle dann gar nicht ernst nehmen. Kapp, jetzt bin ich wieder die Klientin. Wieso Aggressionszeichen? Das ist doch keine Aggression. Ich bin überhaupt nicht aggressiv gewesen. Ich bin auch jetzt nicht aggressiv. Kapp, meine Lieben, mit Aggression ist ja nicht gemeint, dass die Klientin, jetzt sehe ich, das ist ja komplett verschwommen, nee, geht. Also nochmal, mit Aggression ist ja nicht gemeint, dass die Klientin der Therapeutin tritt, irgendwie gibt oder sie anspuckt oder anschreit. Das wäre natürlich auch verbale oder körperliche oder psychische Aggressivität, Gewalt auch. Nein, das ist damit nicht gemeint, sondern Aggredior heißt ja eigentlich Annäherung. Die Klientin hat offenbar keinen anderen Weg der Annäherung als die Lüge, die Täuschung, die Manipulation. Und das ist das, womit ich dich nach diesem Video echt entlassen möchte. Lass es ein bisschen setzen. Sag nicht sofort, dass du 100% diese Klientin bist. Und sag auch nicht sofort, dass die Therapeutin zu krass reagiert hat. Sondern lass es erstmal setzen, dieses Video. Trink ein Tässchen Tee, guck aus dem Fenster und schau dir das Video dann nochmal an. Vielleicht. Und dann schreib in die Kommentare. Ich hoffe, es funktioniert. Freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Bis gleich. Kaufe auch gerne mein Buch, Die Beziehungsformel, wenn dich mehr von mir interessiert und wenn du es bleibend im Regal nicht mehr stehen haben möchtest und auch immer wieder nachlesen möchtest, wie man das schafft, alte Denk- und Verhaltensmuster, die längst ausgedient haben, nicht nur auszusortieren, so wie die Kleider, die dir nicht mehr passen, aus dem Kleiderschrank, sondern tatsächlich neue Denk- und Verhaltensmuster zu entwerfen und dann auch an den Tag zu legen. Also diese Klientin kann sicher, wenn sie die Beziehungsformel liest, mein Buch, nein, sie kann auch sicher, wenn sie an sich glaubt, ja, wenn sie glaubt, dass sie es schafft, dann wird sie es schaffen, mit ihrer Therapeutin eine echte therapeutische Beziehung zu entwickeln, keine Pseudotherapiebeziehung und tatsächlich ehrlich mit ihr zu sprechen. Tschüss, bis zum nächsten Mal, bis gleich.